Es war ein turbulentes Jahr für den Vizekanzler. Mit drei Bundeskanzlern von der ÖVP musste Werner Kogler zusammenarbeiten. Nach den zahlreichen Korruptionsaffären, dem umstrittenen Pandemiemanagement und der enormen Inflation liegen die Regierungsparteien in den Umfragen zusammen nur noch über 30%. Gemeinsam. Die Grünen selbst liegen hinter ihrem Ergebnis der letzten Nationalratswahl bei etwa 10%. Beim heutigen ORF-Sommergespräch hat Vizekanzler Werner Kogler sich auch bei einem möglichen weiteren Kanzlerwechsel der ÖVP alle Optionen offen gelassen. Es sind schwierige Zeiten, es sind mehrere Krisen gleichzeitig und die Alternative wären irgendwelche Neuwahlspekulationen. Da wäre ich schon einmal in der ersten Instanz in den Überlegungen, wenn es geht, für eine arbeitsfähige Regierung. Und wir werden es davon abhängig machen, ob die Regierung handlungsfähig ist und weiter Ergebnisse liefert. Und wie gewohnt wollen wir das heute Gesagte analysieren mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmaier. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Und mit der Innenpolitikjournalistin vom Kurier, Daniela Kittner. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. Frau Kittner, kann sich Werner Kogler da einfach von den ÖVP-Problemen freisprechen? Also ich glaube, diese Passage in den Sommergesprächen war ihm wahrscheinlich eine der liebsten, weil da geht es um Turbulenzen beim Partner. Und natürlich ist es für die Grünen auch nicht unproblematisch gewesen. Vor einem Jahr haben sie noch mit Sebastian Kurz regiert und inzwischen haben wir zwei Kanzlerwechsel gehabt und sie haben den dritten ÖVP-Obmann als Gegenüber. Interessant war, dass der Vizekanzler das Wort werden verwendet hat. Also wir werden es davon abhängig machen und nicht wir würden. Also irgendwie hat das ausgeschaut, ob er vielleicht ein bisschen mehr weiß als wir. Ich glaube, es war ein Lapsus. Aber es scheint, also es ist offensichtlich, dass in der Koalition weiterhin mit, sagen wir mal, personellen Überraschungen zu rechnen ist. Er hat es ja selber gesagt, Krisenzeiten und die Turbulenzen sind sicher nicht zu Ende. Herr Professor Filzmaier, immer wieder müssen die Grünen auch über die Situation der Volkspartei sprechen. Wie groß sind denn die Folgen für die Grünen aus den Krisen dieser ÖVP? Die Grünen würden, oder um bei Daniela Kittner anzuknüpfen, werden sich vielleicht etwas vormachen oder eine eigene Realität zusammenzimmern, wenn sie glauben, sie sind von der massiven Regierungskrise, der Vertrauenskrise der Bundesregierung nicht betroffen. Werner Kogler persönlich ist jener Regierungspolitiker und von allen Parteichefs jener, der im Vergleich zum Jänner 2020 bei den Vertrauenswerten am meisten eingebüßt hat. Vor den großen Krisen im Jänner 2020 lag er im Upper OGM Vertrauensindex, da wird einfach gefragt, vertrauen oder misstrauen Sie einem Politiker, bei plus 19, also viel mehr haben ihm vertraut. Jetzt liegt er bei minus 13, also viel mehr misstrauen ihn. Und was die Grünen und ihre Umfragewerte betrifft, kommt es sehr darauf an, wie man es rechnet. Sie liegen bei ca. 9-10% in aktuellen Umfragen. Früher hätten sie ein solches Ergebnis mit Handkuss genommen. Nur im Vergleich zu den 14% fast von der letzten Nationalratswahl ist es schlecht. Bei der ÖVP, die ebenfalls über ein Drittel ihrer Wählerstimmen in aktuellen Umfragen verloren hat, spricht jeder von Sinkflug oder Absturz. Nur bei den Grünen klingt es aufgrund der kleineren Zahlen nicht so schlimm, aber man hat ebenfalls ein Drittel der Stimmen nach aktuellem Umfragestand eingebüßt. Es gibt ja zurzeit viele Krisen. Ein großes Thema war natürlich der Krieg in der Ukraine. Werner Kogler hat dann nicht nur die Sanktionen der Europäischen Union verteidigt, sondern sogar Verständnis für die Waffenlieferungen einiger europäischer Länder erkennen lassen. Stell dir vor, es ist Krieg und kein Argentinien. Aber was haben wir jetzt? Stell dir vor, es ist Frieden und einer macht alles hin und massakriert die Bevölkerung in der Ukraine mit einem bestialischen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Das ist doch die Situation. Und da muss man sich auch als Neutraler nicht verstecken. Ganz im Gegenteil. Und deshalb bin ich ja dafür, dass wir die Sanktionen maximal unterstützen und vorantreiben. Sie wirken auch sehr. Und wenn es die Europäische Union auf der einen Seite mit Geld ermöglicht, Waffen anzukaufen, auf der anderen Seite einzelne Mitgliedstaaten mit liefern, dann hat es einen guten Grund. Soll man die Ukrainer in dieser Situation alleine lassen? Das, ja, glaube ich, geht nicht. Das, glaube ich, geht nicht. Herr Professor Filzmaier, überrascht Sie das, dass die Grünen sich da so klar abseits der früheren Friedensbewegung positionieren?
Dieses Stell dir vor, es ist Frieden und einer, nämlich Putin, macht alles hin, war nicht nur ein gelungenes Wortspiel, sondern das war pro Ukraine eine klare und, wie ich auch meine, notwendige und zeitgemäße Positionierung von Werner Kogler, was ihm auch positiv anzurechnen ist. Allerdings, auch wenn er kurz über Neutralität spricht, kann er sich vor der Neutralitätsfrage schon ein bisschen drücken. Da ist die Sachlage nämlich so, es gibt seit 1992 die Petersberger Abkommen und Aufgaben in der EU, die besagen, dass EU-Staaten auch solidarisch zu Kampfeinsätzen zum Frieden machen, also nicht etwa nur zum Frieden erhalten wären. Und es ist auch ausdrücklich mit dem österreichischen Beitritt 95 geregelt worden, dass dem Neutralitätsgesetz das nicht entgegensteht. Der einzige Glücksfall ist, dass sich hier kein österreichischer Politiker, nicht nur Kogler, nicht bekennen muss, wie halte ich es mit der Neutralität in so einem Fall. Voraussetzung wäre ein UNO-Mandat. Und im konkreten Fall wird dieses vom Sicherheitsrat nicht kommen, weil dort Russland als Rechtsnachfolger der Sowjetunion ein Vetorecht hat. Aber letztlich wäre auch die Folgefrage spannend gewesen, wie halte ich es dann mit der Neutralität, wenn sich der Konflikt noch verschärft, auch im militärischen Bereich. Und Frau Kittner, waren Sie überrascht, dass sich der Vizekanzler da so eindeutig geäußert hat? Er hat das schon vor ein paar Tagen mal so angedeutet und hat Leute kritisiert, also Putin-Freunde, und hat von einer Schleimspur gesprochen und so. Also er hat sich schon einmal in diese Richtung geäußert. Aber was schon überraschend und ich finde es auch positiv war, in dem Sinn, egal ob man das jetzt teilt, seine inhaltliche Position oder nicht, aber er hat hier eine gehabt. Also er hat sich da ganz klar geäußert, während er in anderen Fragen, die ihm da auch in dem Sommergespräch gestellt wurden, sich immer so in Technokratie geflüchtet hat und klein seine Regierungsprobleme ausgebreitet hat und nicht wirklich mit Werbe seinen Standpunkt vertreten hat. Und das hat er in dieser Frage gemacht, in der im Übrigen auf einer Linie auch mit dem Bundespräsidenten ist, also dem früheren grünen Chef und jetzigen Wahlkämpfer. Die Folgen dieses Ukraine-Krieges in Österreich, die spüren wir ja alle. Das sind die hohen Energiepreise. Da hat Werner Kogler nicht nur ein baldiges Modell für die Strompreisbremse angekündigt und über ein ähnliches Modell für Gas nachgedacht. Auch die Übergewinne für Energiekonzerne will er besteuern. Nur wie? Das ist noch nicht so klar. Wir brauchen ein machbares Konzept und vor allem ein schlaues. Einfach nur Holl oder Roh Übergewinne besteuern führt zu gar nichts. Werner Kogler hat immer wieder da den Bundeskanzler Karl Nehammer genannt, der auch bereits über eine Besteuerung von diesen Übergewinnen nachgedacht hat und dafür auch Kritik geerntet hat. Ist es realistisch, dass sich die beiden da tatsächlich auf ein Modell einigen können? Es sieht so aus, weil Werner Kogler hat in dem ganzen Sommergespräch den Eindruck gemacht, dass er sehr, sehr vorsichtig ist. Und da hat er sich doch relativ weit rausgelehnt und hat zu erkennen gegeben, dass er irgendeine Art von Übergewinnbesteuerung haben will. Die Frage wird eher sein, ob es Karl Nehammer in seiner Partei durchbringt, weil von dort kommt der größte Widerstand. Und als der Kanzler vor einem Monat oder so erstmals mit diesem Vorschlag rausgegangen ist, ist er ja ganz harsch in seiner Partei kritisiert worden dafür. Und das wird man sehen. Aber es gibt auch Signale schon vom Wirtschaftsminister, der sich auch nicht eindeutig dagegen positioniert hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass da ein Kompromiss gelingt. Herr Professor Vilsmaier, viele Krisen. Der Vizekanzler hat sich da heute versucht, ein wenig als Krisenmanager zu positionieren, hat sehr viel über Lösungen und mögliche Wege zu einer Lösung diskutiert und einfache Vorschläge kritisiert. Aber ist ihm das gelungen, sich da als Krisenmanager zu positionieren? Also zunächst muss er sich als Krisenmanager und fast noch mehr auch als Krisenkommunikator profilieren, was bei der Corona-Pandemie allen Regierungspolitikern kaum gelungen ist. Denn seine anderen Stärken kommen jetzt nicht zum Tragen. Er mag die Integrationsfigur innerhalb der Grünen sein. Die sind ihm ewig dankbar, dass er die Partei auch geführt hat, nachdem er aus dem Nationalrat 2017 rausgeflogen ist. Es mag natürlich sein, dass er auch der gute Verbinder zur ÖVP, früher zu Sebastian Kurz und zu Karl Nehammer in der Koalition ist. Aber das ist alles lieb und nett. Bei multiplen Krisen, Teuerung, Energieknappheit und so weiter, wird er letztlich gemessen werden, wie ist er als Krisenmanager und Krisenkommunikator. Ob ihm das heute gelungen ist, mir ist zumindest aufgefallen, dass er sehr konkrete Lösungsansätze gesagt hat. Nicht nur bei der Frage Energiepreise, Besteuerung von Gewinnen von Energiekonzernen, auch wie man die Pensionen zum Teuerungsausgleich erhöhen könnte. Das sind Lösungsansätze, sagt man, nona, was soll er als Regierungspolitiker sonst tun? Er kann ja nicht nur über Probleme sprechen. Naja, er hätte schon auch als Warner versuchen können, sich zu profilieren, wie wir alle Energie sparen müssen. Und das Risiko bei den
sehr klar gesagten Lösungsansätzen ist natürlich für ihn, holt ihn das irgendwas ein, denn Wirtschaftswissenschaftler sind da kompetenter. Wir wissen nicht, wie lange die Krisen dauern, wie schwer sie noch werden. Wir wissen also auch nicht, welche Lösung wirklich wie tragfähig und nachhaltig ist. Wir wissen nicht, wie lange die Krisen dauern. Frau Kittner, für die Grünen kommen jetzt einige sehr entscheidende Landtagswahlen auf Sie zu. Wie besorgt muss denn Parteichef Werner Kogler in den kommenden Wahlherbst und das kommende Jahr blicken? Ich glaube schon, dass das eine ernste Situation ist, denn die Grünen sind am Weg zur Einstelligkeit sie bei allen Energiegesetzen und so weiter, die da beschlossen wurden, das Krisenmanagement, die großen Botschaften, die sind da offensichtlich noch nicht durch, sonst würden die Umfragen auch besser ausschauen. Also ein Robert Habeck ist er nicht, der in Deutschland ja in der Krise gewonnen hat und seine Werte verdoppeln konnte und einen sehr großen Vertrauensvorschuss von der Bevölkerung hat. Das ist Werner Kogler bis jetzt nicht gelungen. Und ich glaube, dass die Landtagswahlen für die Grünen eine Art Testlauf oder Gradmesser sein werden, ob sie jetzt zulegen können oder sich zumindest halten können. Denn eigentlich müssten die Grünen ja angesichts vertrocknender Flüsse und brennender Wälder in Europa eigentlich viel besser dastehen in den Umfragen, als sie es tun. Und ich glaube, da ist schon ein Regierungsmalus dabei. Herr Professor Filzmeier, im Oktober gibt es auch noch eine Präsidentschaftswahl. Alexander Van der Bellen sieht sich selbst ja als unabhängigen Kandidaten, obwohl er selbst lange Zeit grüner Parteichef war. Würden die Grünen also von seiner Wiederwahl gar nicht profitieren? Doch, das würden sie. Also erstens zahlen sie ihm auch diesmal wieder einen Gutteil des Wahlkampfes. Und zweitens weiß jeder, dass Alexander Van der Bellen langjähriger Parteichef war, Clubobmann im Nationalrat war für die Grünen und auch Spitzenkandidat bei mehreren Wahlgängen. Und es geht um Wählerpotenziale. Für die Grünen ist es wichtig, dass Menschen, die vielleicht bisher noch gar nicht als Wechselwähler Grüne gewählt haben, schon irgendwann für einen Grünen gestimmt haben. Das hat mehr als die Hälfte bei der letzten Präsidentschaft getan. Und das wird diesmal, wenn die jetzigen Umfragen stimmen, wieder mehr als die Hälfte tun. Und ich habe von Ihnen ja gelernt, dass Werner Kogler ein Donaldist ist, also ein Donald Duck-Fan. Also bringe ich es im folgenden Vergleich. Wenn jemand als Bundespräsident natürlich nicht watschelt, aber schreitet wie eine grüne Ente, wenn er natürlich nicht quakt, aber spricht wie eine grüne Ente und zwar nicht aussieht wie eine Ente, aber auftritt wie ein Grüner, na, dann wird es die Grünpartei auch hinbekommen zu sagen, nicht, das ist eine Ente, aber das ist einer von uns und wir haben auch gewonnen. Alexander Van der Bellen ist der Donaldist, nicht Werner Kogler, das sei noch angefügt. Herr Professor Filzmeier, vielen Dank für das Gespräch. Frau Kittner, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen fürs Kommen. Und das Sommergespräch analysieren heute auch noch meine Kolleginnen Lou Lorenz-Tittelbacher und Raffaela Singer, unter anderem mit der früheren grünen Parteichefin Eva Klawischnik und dem Wirtschaftsforscher Christoph Badelt, gleich im Anschluss an die ZIP 2 in ORF 3.